So, hallo und herzlich willkommen zurück bei den PS Plus Games für November 2016. Weiter geht's mit einem weiteren Indie-Minispiel namens Pumped BMX Plus. Ob das Plus für PS Plus Spiel steht? Man weiß es nicht. Okay, ist so eine Art Trials, was geil sein kann, aber auch schnell in die Hose gehen kann. Weil Trials ist schon mal Trials und nicht so geil wie Trials, außer Trials halt, ne? Okay, aber nicht lange rumgelabert, sondern jetzt hier mal das Tutorial reingeballert. Wie ihr seht, habe ich das schon gemacht, beziehungsweise meine Freundin hat es mal jetzt kurz ausprobiert und ja, war ich nicht so richtig begeistert, muss ich sagen. Okay. Okay, man gibt also Gas mit X, ne? Und der muss dann loslassen, wenn man springt und dann wieder Gas gebe. Okay, L2. Okay. Langsame Drehungen sind mehr Punkte wert. Okay. Neige den linken Stick, um Flips zu machen. Okay. Mache einen Backflip. Okay, da geht es halt mehr, glaube ich, um Neige den rechten Stick, um Tricks auszuführen. Nutze R, um Stunts in der Luft auszuführen. Mache einen Barspin. Neige R nach links, um einen Barspin zu machen. Bearspin, keine Ahnung, kenn ich nicht. Nach links. Oh. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Ja, passt, komm, mach Gas. Was? Warum hast du mich jetzt hingelatzt? Das weiß niemand, oder? Noch nichts gemacht. So. Leute. Was mache ich falsch? Ich haut auf die Fresse und ich habe keine Ahnung warum. Also ich mache diesen Bearspin. Okay. Und lande. Und mich haut auf die Fresse. Hä? Nutze den rechten Stick, neige nach links und meinen Bearspin machen. Okay. Das mache ich. So, ich Gas, ich lass los. Den rechten Stick. Gleich nichts anderes gemacht als sonst. Wische und halte das von der Landung los, sonst stirbst du. Mach ein Double ausfinden. Nicht zweimal, nicht dreimal. Halte links. Okay. Tippe L1, R1, um die Trickart auf T2 zu ändern. T2 sind schwer, okay. Mache ein Decade, wechsle zu T2 und drücke dann den rechten Stick nach rechts, okay. Ich dachte, ich muss was antippen.
Ich muss nur gedrückt. Gedrückt halten, ne? Okay. Mache einen Suicide. Oben und rechts. Richtig, ne? Und halte er dann oben und rechts, wie dann oben und rechts. Ja, was oben und rechts? Was ist oben und rechts? Sticks oder was? Steuerkreuz oder? Halte er? Wie halte er? Wie? Wohin er halte? Sorry Leute, was steht da gerade? Halte er, dann oben und rechts. Wohin soll ich er halte? Das ist für die Beschreibung. Ich raff nicht. Grinds sind einfach. Ice Pick, Tooth Pick, okay. Okay, das Tutorial hat man durch. Probieren wir mal, was da so jetzt geht. Ups, nein, irgendwie. Ich hab nochmal Bars, bin, hab ich schon vergessen, was Bars war. Ja, gerade drauf achten, was ich machen muss. Also ist auf jeden Fall weniger wie Trials, mehr so mehr auf Stunts hier aus. Ich muss sagen, mir gefällt leider nicht so ganz. Was mit Buff, mit dem Buff-Lippen? Oh. Nee. Mach nochmal den Buff-Lipp, keine Ahnung, mit links oder. Jetzt mach ich das. Bitte.
Ah, schade. Das wurde ich dann zu viel. Also ja, es ist ganz witzig so, muss mal bitte die Tricks rausfinden. Muss da jetzt irgendwie auf die Strecke passen, ne? Ich jetzt aber auch nicht wirklich, wenn man halt die ganze Herausforderung beachtet, dann, ich glaube, macht es schon Sinn. Oh, Mist. No. Das überlasse ich lieber, das Trick sein. Also muss ich drüber, klar. Ich gebe halt immer irgendwie durchgehend Gas, was da nicht so die beste Idee ist. Hey, das muss jetzt genug. Speed aufbauen. Na komm, das schaffen wir noch hier. Okay, ja, also Fazit, wie gesagt, ganz spaßig, so zwischendurch, und wenn einem Schweiß zu langweilig ist, was einfach nicht geht, dann auf jeden Fall, kann man das mal machen, ne? Nur, also ich kann vergleichen natürlich, es ist halt einfach, es ist auch mehr auf Tricks ausgelegt, und ja, also ich, doch, es ist eigentlich schon ganz cool, also für jemanden, wo daran Spaß hat, also kann man da schon richtig Stunde reinballern, denke ich mal, und sich da Tricks einverleibe, richtig schöne Kombos hinlege. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man irgendwie dafür ein gewisse Faible hat für solche Spiele und auch für BMX-Fahren vielleicht oder so, kann schon ganz cool sein, auf jeden Fall, kann man nichts sagen. Ja, wie gesagt, also wenn es gefällt, ladet es runter. Wenn es nicht gefällt, ladet es nicht runter. Wer denkt, vielleicht ladet es auf jeden Fall runter, es ist kostenlos, verdammt der Axt. Ja, und dann wird es vermutlich nicht mehr großartig weiterspiele. Vielleicht ein paar Kumpels mal da sind. Vielleicht für abends ist das ganz witzig, mal da ein bisschen eine kleine Runde einzulegen. So Highscore-mäßig. Aber naja, glaube auch nicht. Naja, irgendwie komme ich jetzt auch hier nicht mehr über diesen
Puckel drüber. Von dem her würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann bis dahin und adieu.